Hallo und herzlich willkommen aus dem Bayerischen Landtag. Hier ist wieder Plenum TV für Allgäu TV. Der Jahresbericht 2014 des Obersten Bayerischen Rechnungshofes ist veröffentlicht. Die Liste von Kritikpunkten lang. So soll zum Beispiel Kultusminister Dr. Ludwig Spähnle für eine, ich zitiere, Förderung ohne Kontrolle bei der Erwachsenenbildung verantwortlich sein und Finanzminister Markus Söder beim Steuervollzug auf ganzer Linie versagt haben. Nun ja, es ist immer eine Aufgabe des ORHs zu kritisieren und er findet auch immer irgendetwas. Und wenn es uns in Bayern so gut geht, dass wir nahezu die ganze Republik davon finanzieren, ich erinnere nur 4 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr an den Länderfinanzausgleich zahlen, dann gibt diese Kritik etwas Anlass zum Schmunzeln. Also so schlimm steht es um die bayerischen Finanzen nicht, wie der eine oder andere Beamte des ORH dies ansieht. Im Detail bei Herrn Spähnle geht es darum, dass es tatsächlich auch Erwachsenenbildungsreisen gegeben hat, Veranstaltungen gegeben hat, die übers Kultusministerium mit abgerechnet worden sind. Das sehen wir natürlich sehr kritisch. Da muss man andere Regelungen aufstellen. Und beim Herrn Söder geht es ja hauptsächlich auch darum, die Finanzämter mit mehr Personal auszustatten, weil ein Finanzbeamter generiert natürlich ein Vielfaches an Steuern, wenn er tatsächlich gut seine Arbeit machen kann. Kommen wir zu einem anderen Thema. Der Europäische Gerichtshof erklärte die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig. Denn das Speichern von Telekommunikationsdaten ist ein besonders schwerwiegender Eingriff in das Privatleben. Zudem stammt die Richtlinie aus einer Zeit, in der noch keine Haushaltsgeräte digitale Spuren ihres Nutzers weitergaben. Aber es ist natürlich nicht unerwartet geschehen und wir haben ja im Bereich des Bundesdatenschutzes ohnehin schon seitens unserer Datenschutzbeauftragten immer die großen Bedenken vorgetragen erhalten und von daher sind die 6 Monate, die also jetzt hier als Limit angegeben worden sind, durchaus nicht überraschend gekommen. Also ich bin sehr froh, dass der Europäische Gerichtshof jetzt dieses Urteil gesprochen hat und hier tatsächlich jetzt endlich umsetzbare Regelungen getroffen werden können. Wir brauchen eine gewisse Datenspeicherung, um tatsächlich die Kriminalität, auch den internationalen Terrorismus bekämpfen zu können. Und hier eben diese Gratwanderung in eine richtige Regelung zu gießen, das wird jetzt das Spannende. Das war wieder Plenum TV für Allgäu TV. Danke fürs Einschalten. Servus.